Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück bei unserer genialen Base. Heute wollen wir uns mal damit ein bisschen beschäftigen mit Energie. Und zwar gibt es natürlich da verschiedene, Varianten, wie man Energie produzieren kann. Das einfachste und wahrscheinlich auch das erste, was ihr machen werdet, ist ein Solarmodul hier auf euer Dach packen. Ne? Das produziert halt so und so viel Energie und das ist auch gut so. Allerdings halt auch nur bei Tag. Das heißt, wenn ihr in der Nacht Energie verbraucht, bekommt ihr keine neue Energie. Was ziemlich schnell ziemlich blöd sein kann. Ich werde euch jetzt hier nicht direkt mit irgendwelchen Zahlen bombardieren, weil ich auch ehrlich gesagt mich damit jetzt nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Und ja, noch ehrlicher gesagt, es auch gar nicht für so nötig halte. Ich meine, natürlich wird das ziemlich einfache Mathematik sein, die man da hat, aber warum? Ja. Was ich euch empfehlen kann, ist, ich habe in die Beschreibung einen Link reingepackt, wo ihr euch einfach mal die ganze Flora anschauen könnt und auch wie viel Energie die verschiedenen Dinge bringen, wenn man sie im Bioreaktor einsetzt. Ihr müsst halt allerdings auch beachten, die Zahlen sind nicht immer so, ja, zum Beispiel das Blutöl, das produziert relativ viel, aber ihr müsst auch sehen, das Ding nimmt halt auch einfach 4 Slots weg. Und daher, wenn ihr diese Liste verfolgen werdet, werdet ihr sehen, dass für den Bioreaktor das Allerbeste, was ihr da reintun könnt, der Gelsack ist, weil er einfach viel Energie produziert und halt auch nur einen einzigen Slot verbraucht. Okay? Dazu aber später. Ich zeige euch davor erst nochmal andere Möglichkeiten, an Energie zu kommen. Ja, hier ist er. Viel näher, als ich gedacht habe. Gut. Andere Möglichkeit ist, mit einem Wärmereaktor bzw. mit einem Wärmekraftwerk zu arbeiten. Wir gucken uns das jetzt mal an und dann zeige ich euch, warum ihr das einfach nicht macht. Zumindest nicht hier in den Safe Shallows. Also, ihr müsst als erstes euer Wärmekraftwerk möglichst in der Nähe, also sehr, sehr nah an der Quelle der Wärme, platzieren. Hier möglichst nah, also ich meine, rein können wir es leider nicht machen, aber halt eben versuchen, möglichst nah daran zu platzieren. So, damit ist es aber nicht getan. Und zwar braucht ihr jetzt noch die Energietransmitter, die natürlich nur eine begrenzte Reichweite haben. Ja. Am besten hier aus dem Tunnel raus und nicht irgendwo anders. Jetzt sieht man schon, ich baue auch komplett in die falsche Richtung. Ich hoffe, ich kann das irgendwie jetzt doch in die andere Richtung hier bauen. Ich will ja nicht davon wegbauen, versteht ihr? Ich will das ja eher hier so in die Nähe davon bringen. Sprich, ich müsste hier lang bauen. Ich mache das jetzt mal bis zur Basis. Bis gleich. Also die Reichweite ist doch ganz okay, aber trotzdem nervt es einfach nur. So, jetzt haben wir unsere Basis anzapfen können. Gucken wir mal, wie es jetzt mit der Energie aussieht. Davor war es 300. 550. Ja. Sprich, 250 Energie liefert uns das Wärmekraftwerk. Keine Ahnung. Bin ich halt überhaupt gar nicht der Fan davon, okay? Also zumindest nicht hier bei den Safe Shallows, weil du einfach diese behinderten Dinger da.
Warum? Wenn ihr es machen wollt, könnt ihr es gerne machen. Meine Meinung ist einfach nur, dass das halt ein bisschen umständlich ist, auch gerade was die Ressourcen angeht. Dann gibt es noch eine Art, und zwar mit zwei verschiedenen Reaktoren. Einmal der Bioreaktor. So, dieses Teil hier alleine gibt einfach mal 500 Energie. Und das ist einfach nur mega nice. Wenn ihr daneben euch noch einen Raum baut mit noch einem drin, bin ich einfach ein Fan davon. Ich baue hier jetzt nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem Kernreaktor auch euch zeigen soll. Das hat halt einfach die meiste Leistung. Natürlich, das gibt am meisten Energie. Allerdings habt ihr dafür halt auch diese Brennstoffzellen, die natürlich einfach irgendwann leer gehen. Ich weiß auch nicht genau wann, aber ich habe es bisher jetzt nicht so als nötig empfunden. Ich kann ja einfach mal einen bauen. Wo ist er? Hier ist er. So, dieses Teil gibt euch, wenn ihr die Brennstäbe einsetzt, 2500 Energie. Einfach nur mal als Vergleich, ne? Aber 500 Energie reicht halt auch aus. Also, ich meine, ich habe ja jetzt selbst nur mit den Solarmodulen habe ich hier eine Filtermaschine betrieben, die mit am meisten Strom zieht. Ja, keine Ahnung. Ja. Hier. Habt ihr auch die Salzablagerung? Wunderbar, jetzt fängt er wieder hier an zu rödeln. Also überlegt es euch halt einfach, ja. Aber ich sag euch, der Bioreaktor ist es einfach. 500 Energie und ihr könnt. Also hier eins von diesen Dingern, glaube ich. Ich müsste jetzt nochmal gucken. Eins von den Teilen gibt, glaube ich, einfach schon 245 Energie. Und das ist halt einfach genial. Denn diese Dinger lassen sich auch super schnell da vervielfältigen in dem Spiel, indem ihr die einfach in so einen Außenbildkasten steckt. Ich nehme jetzt mal ein paar weg. Also ihr seht ja, ich kann das Blutöl jetzt reinmachen und es nimmt aber halt eben vier davon weg. Das hier sind einfach nur einzelne Dinger, die davon weggehen. Sprich, Gelsack ist das Beste dafür. Ihr könnt allerdings halt auch Säurepilze nehmen, ihr könnt auch Fische nehmen oder alles Mögliche. Aber ich sag euch, guckt euch die Liste an und dann werdet ihr schon sehen, dass der Gelsack das deutlich effektivste Energieding ist. Beziehungsweise der effektivste Energielieferant. Jetzt nehmen wir ein paar davon. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das mit der Vervielfältigung geht. Dafür basteln wir uns hier erstmal so ein schickes Fundament hin. Machen am besten noch den Tag wieder an. Außenbeetkasten. Und da steckt ihr jetzt erstmal die ganzen Dinger. Ja, okay. Dankeschön. So, jetzt könnt ihr den natürlich direkt wieder einsammeln, aber ihr macht Rechtsklick darauf. Eins, zwei, drei. Und dann kriegt ihr drei Samen da draus. Aus einem bekommt ihr drei Samen, ja? Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und dann pflanzt ihr das einfach da ein und wartet einfach nur, bis es neu gewachsen ist. Das dauert, glaube ich, auch nicht so lange. Und dann könnt ihr euch, was weiß ich, ihr könnt euch auch hier daneben nochmal einen Beetkasten machen, ja? Und dann habt ihr quasi schon, ohne dass ihr irgendwelche Brennstäbe gemacht habt oder ähnliches, schon richtig, richtig viel Energie einfach so euch gesammelt. So, hier noch zwei rein. Und hier die restlichen. Ne? Ihr seht schon, das Vervielfältigen geht richtig gut. Und dann steckt ihr es einfach in den Bioreaktor und dann lasst ihr euch's gut gehen. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall der Bioreaktor. Das bringt natürlich auch viel Energie, aber es ist halt auch die Frage, ja, wie viel Energie verbraucht ihr denn bitte?
Also 2500 Energie verbraucht das erstmal. Verbraucht das erstmal. Also ich kann euch sagen, es gibt auch noch eine gewisse Reihenfolge, was jetzt auch nochmal ziemlich wichtig ist, in der die Basis die Energie abzapft. Und zwar, als allererstes haben wir ja hier die Solarmodule platziert. Nehmen wir mal an, ich platziere das hier als erstes, das hier als zweites, das hier als drittes und das hier als viertes. Okay? Sprich, das hier ist die erste Energiequelle, die hier angeschlossen ist. Wenn das hier die volle Energie hat, ich glaube 75 war das nochmal, dann ist das okay, dann produziert es auch keine weitere. Es kann maximal 75 Energie produzieren. Dann machen wir das dazu, das und das und dann haben wir unsere 300 Energie. Jetzt muss aber erstmal diese Energie hier weg sein. Das heißt, ich muss als allererstes, was weiß ich, in der Nacht 75 Energie verbrauchen, damit das hier überhaupt anfängt, genutzt zu werden. Ja? Ich weiß nicht, wie ich euch das besser erklären kann. Ich habe hier jetzt 75 Energie verbraucht, was allerdings schwierig ist bei Tag, weil es lädt ja die ganze Zeit die Energie neu auf. Aber ihr müsst euch vorstellen, die hier sind die ganze Zeit voll aufgeladen. 75, 75, 75. Die hier sind aber immer aufgeladen, bis dieses Ding hier komplett leer ist und dann fängt es erst an, hier von dem hier was abzuzwacken. Und danach, wenn das leer sein sollte, erst hier. Und dann erst hier. Und danach, wenn die alle hier leer sein sollten, wenn ich 300 Energie ausgegeben habe in der Nacht, dann fängt dieses Spiel erst an von meinem nächstplatzierten, das hier habe ich als nächstes produziert, also aufgebaut. Davon fängt es als nächstes an, von den 500 Energie, die Energie abzuzwacken. Dann, wenn das alles leer ist, dann erst von diesen 2500 Energie, ja? Diese Reihenfolge könnte ich jetzt natürlich ändern, indem ich zum Beispiel die ganzen Solarmodule hier einfach entferne. Sprich, dann würde er direkt von dem hier die ganze Energie abzwacken und wenn das leer ist, von dem hier. Also es ist immer in dieser Baureihenfolge, alles was ihr nacheinander baut, ah ja, beziehungsweise, das würde noch gar nicht passieren. Wir haben dann noch hier das Wärmekraftwerk. Wenn diese Module leer sind, dann wird erst noch die Energie von dem Wärmekraftwerk abgezwackt, bis das dann leer ist. Und dann kommt erst der Bioreaktor. Ja, das heißt, ihr habt einfach so unglaublich viele Möglichkeiten, euch Energie da zu beschaffen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch diesbezüglich ein bisschen weiterhelfen in dem Video. Guckt es euch an, die sind jetzt schon in der Zeit gewachsen. Oder fast. Ja, 93%. Das ist ja hier... ja, und ich habe jetzt kein schnelleres Wachsen oder sowas an. Also hoffe ich, dass ich euch einfach damit weiterhelfen konnte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut und bis dann. Ach ja, und einen schönen Tag wünsche ich euch natürlich auch.